Junger Mann stirbt bei Flugzeugabsturz. Beim Absturz eines Segelflugzeugs bei Niederwerbe ist Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr der Pilot ums Leben gekommen. Oberhalb der Grillhütte fiel das Segelflugzeug vom Himmel. Es wurde vollkommen zerstört und wegen der Wucht des Aufpralls gestalteten sich die Ermittlungen zur Person des Toten zunächst als sehr schwierig. Zu seiner Identifizierung waren neben der Kriminalpolizei Korbach auch Mitarbeiter des Erkennungsdienstes vom Polizeipräsidium Nordhessen an der Unglücksstelle eingesetzt. Bei dem Piloten soll es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus dem Raum Dortmund handeln. Er befand sich allein im Flugzeug. Ein Ohrenzeuge, der den Nachmittag mit Bekannten an der Niederwerber Grillhütte verbrachte, berichtete von einem deutlichen Pfeifen, auf das ein dumpfer Knall erfolgte. Augenzeugen sagten gegenüber Ermittlern der Kripo Korbach aus, das Segelflugzeug sei trudelnd auf das Wiesengelände gestürzt. Mitarbeiter der staatlichen Flugaufsicht beim Regierungspräsidium trafen nach dem Unglück an der Absturzstelle ein und nahmen Ermittlungen zum genauen Hergang und der möglichen Ursache auf. Experten der Flugunfalluntersuchungsstelle Braunschweig wurden hinzugezogen.